Jungfer Matt und Heimat, die ewigen Kontrahenten und gleichzeitig die kreativsten Agenturen Deutschlands. Was bewundert ihr gegenseitig an der Arbeit des anderen? Ladies first. Ich bewundere Radikalität, ich bewundere den Ansatz für alles, was man tut, einen neuen Weg zu finden. Und da ist Heimat vorbildlich. Na, vor allem schätze ich bei Jungfer Matt die Konsequenz. Also sie haben eine tolle Idee und mit aller Konsequenz werden die auch umgesetzt. Und der zweite Faktor, den ich da wirklich tatsächlich interessant finde, dieses Thema Entertainment, das hat Jungfer Matt einfach inhaliert und das kann man fast nur bewundern. Manchmal. Der Effi ist ja normalerweise das Terrain von Planern und Strategen. Mit euch haben heute zwei Top-Kreative ihre Arbeiten hier präsentiert. Wie wichtig ist eine gute Strategie als Basis für die Kreation? Ich war früher anderer Meinung, gebe ich ganz offen zu. Da habe ich gedacht, das bisschen Strategie schaffe ich auch noch. Und weil ich ja ein tolles Markenfühl habe, würde ich immer noch behaupten, dass wir das haben als Kreative, dass wir die Marke aus dem Bauch raus meistens verstehen und auch den gesunden Menschenverstand haben, zu sehen, was strategisch für Potenzial drin steckt. Planner neigen ja dazu, auch manchmal so Sphären abzudriften, aus denen man keine Populärkommunikation zumindest machen kann, vielleicht eine Dissertation, ja. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass ohne starke Insights geht es überhaupt nicht. Also ohne Menschen zu verstehen, das Denken zu verstehen, den Markt zu verstehen und daraus Strategien zu entwickeln. Also ein Beispiel, ganz banal, Snickers, ne? You are not you when you're hungry. Das hat sich kein Kreativer einfallen lassen. Dafür gab es eine Plattform. Und dafür bin ich denen wahnsinnig dankbar, dass du jetzt einen mehr hast am Tisch, der dir Ideenvorlagen liefert. Das hätte ich früher, wie gesagt, anders beurteilt. Heute finde ich es toll. Ich glaube, die Übergänge sind einfach auch fließend. Also manchmal kann die Idee aus der Strategie kommen, es kann eine Positionierungsidee sein, es kann ein Insight sein. Manchmal haben Strategen einfach auch die Kreatividee, muss man letzten Endes sagen. Und da versuchen wir dann schon auch immer ein Klima zu schaffen, wo man sagt, dass die Kreation nicht am Ende so, das kommt ja aus der Strategie, meine ich, sondern wo man auch offen ist und sagt, hey, nee, es ist gut. Und im Gegensatz kann auch mal die Kreation eine strategische Idee haben. Ich glaube, das ist beides wichtig. Ja. Woher kam denn bei euren Cases, die ihr heute präsentiert habt, die Idee? Aus der Kreation oder aus der Strategie? Also BVG, fangen wir damit mal an. Ja, also bei der BVG und dem Schuh muss ich leider sagen, das ist eine reine Kreatividee. Nichts mit Planning und so. Und bei der FDP? Naja, also bei uns, ich habe ja heute die Arbeit von 3 Jahren präsentiert. Parts davon waren Strategie und ich glaube, ich habe auch einen Einblick in so 5 oder 6 Kreativideen gegeben. Das kann man nie so richtig sagen. Viele kommen aus der Strategie, viele kommen aus der Kreation, manche kommen auch aus der Beratung. Das ist bei uns relativ offen. Es kommt ja auch nicht immer darauf an, was ist die Kernidee, sondern wo bringst du sie am Ende hin? Chaotischer Kreativer oder strategischer Ideenentwickler, was trifft am ehesten auf euch zu und warum? Das musst du nochmal fragen. Das war jetzt zu schnell. Würdest du dich eher als chaotische Kreative oder als strategische Ideenentwicklerin bezeichnen? Ich glaube, man kann es nicht trennen. Also ich glaube, dass du, wenn du ein chaotischer Kreativer bist, wirst du es irre schwer haben, irgendeine brauchbare Idee zu produzieren, weil ohne Denken und Strategie geht es nun mal nicht. Also jeder, der irgendwas vorhat, hat ein Ziel vor Augen und wenn du das nicht in der Lage bist, wie soll ich sagen, immer noch im Hinterkopf wenigstens zu behalten, dann klappt es mit der Idee nicht. Also Chaos gehört zur Idee dazu, ne? Kreativsein gehört natürlich auch dazu, aber ohne Nachdenken, Ziel fokussieren und einhalten, klappt es nicht. Und wie chaotisch oder strategisch bist du? Ich verbringe relativ wenig Zeit mit Selbstanalyse, deswegen kann ich dazu eigentlich gar nichts sagen. Mit dem BVG-Schuh und der Bundestagskampagne für die FDP habt ihr heute 2 Arbeiten vorgestellt, die auch etliche Kreativpreise gewonnen haben und obendrein für einen gesellschaftlichen Diskurs gesorgt haben. Was ist euch persönlich denn am wichtigsten? Goldeffi, Kannlöwe oder die öffentliche Debatte über euer Projekt, über eure Kampagne? Das ist natürlich eine gemeine Frage, weil am liebsten hat man alles 3. Bei einem Schuh würde ich mal sagen, ist die öffentliche Debatte jetzt nicht so wahnsinnig groß. Das ist eher ein PR-Effekt und halt die Freude an der Arbeit, an dem Produkt. Kreativpreise fanden wir deshalb toll, weil wir das nicht, also wir haben, das war eine Auftragsarbeit, um es kurz zu machen. Das war jetzt nicht so, manchmal hat man so Ideen und macht die dann auch noch so.
Aber das war halt wirklich der Job, die Liebe, weil wir dich lieben, auf ein neues Level zu heben. Und dass es dafür auch noch Kreativpreise gab in der Menge, hat mich, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, etwas überrascht, aber natürlich sehr gefreut. Jetzt habe ich ganz die Frage vergessen, Bärbel. Wie war die Frage? Du aber auch. Nein, ich habe es nicht vergessen. Was dich persönlich mehr freut, wenn du in Löwen in Cannes gewinnst, in Gold, Effi, oder wenn über deine Arbeit gesprochen wird in der Gesellschaft? Also ich glaube, die Debatte in der Gesellschaft ist schon dann die höchste Form. Es kommt schon darauf an, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Das steht auch bei uns an oberster Stelle. Kreativpreise sind trotzdem wichtig als Messlatte und genauso ist ein Effi wichtig als Messlatte. Okay, alles klar. Vielen Dank.